Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen nach einer kleinen Pause hier zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Helger. Und ich glaube, hab ich schon mal Non-Farm Payrolls ohne Dirk gemacht? Ich glaube nicht. Und deswegen freue ich mich, dass er wieder für uns hier mit am Start ist. Wir hatten ja schon am Dienstag Live Trading gehabt und demzufolge wollen wir da anknüpfen. Er wird jetzt sagen, bitte nicht. Aber wir schauen mal, was heute passiert. Mein Name ist Heska Dosoneto. Ich begrüße Sie im Namen von FXZ. Wie immer der Risikohinweis, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon müssen Sie ja Ihre eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig heute. Und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, wir holen noch ganz schnell YouTube dazu und dann legen wir richtig los. So, dann hoffe ich. So, jetzt aber. Jetzt hoffe ich doch, dass hier alles passt, dass alle da sind, beziehungsweise Bild und Ton hoffentlich dabei. Zuschauer sind dabei. Der Nelson ist dabei. Apropos Nelson, ja, so, wir sind dann mal wieder live. Ne? Du hast gerade schon gesagt, bei GoToWebinar, ne, knüpfen an Dienstag an und da wird der Dirk wahrscheinlich gleich sagen, hoffentlich nicht. So sieht's aus. Dienstag hatten wir auch schon mal Live-Trading, da war ich natürlich so gar nicht zufrieden damit, ne? Aber okay, manchmal ist das eben so, ich kann es nicht ändern. Ich würde auch gerne immer nur alles richtig machen, aber das geht halt nicht, ne? Auf der anderen Seite ist es eben real, es ist halt live und eben nicht aufgezeichnet. Das ist auch eben immer der ganz große Unterschied, ne? Zu denen, die immer irgendwie nachträglich irgendwelche Trades dann irgendwie zeigen und immer alles total super machen angeblich, ne? Kann man vergessen. Das gibt's nicht, ne? Es gibt keinen, der immer alles richtig macht. Und ich natürlich auch nicht, aber das, ja, habe ich auch nie behauptet, sondern es ist ja dann halt immer dann auch irgendwie transparent und ehrlich. So, damit aber ein Hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite zum NFPs Live Trading und wie immer mit Nelson, wie immer mit FX Flat und diesmal auch wieder mit dem Nelson. So, Nelson, du darfst hier auch noch gerne ein Hallo in die Runde werfen bei YouTube und ich weiß nicht, sind wir noch sonst wo aktiv, auf Twitch auch noch, ich weiß es gar nicht. Ah doch, da ist Twitch er, ist auch dabei. TraderX. Ja, Und deswegen genau. sage ich nur, ich sag mal Hallo in die Runde. Wollen nicht so viel Zeit verlieren und ich winke euch zu. Wünsche natürlich jedem, der jetzt auch gleich zu den Zahlen handeln möchte, viel Erfolg und Dirk natürlich auch. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Zahlen ausfallen, wie der Markt dann darauf reagieren wird. Und wollen wir mal loslegen jetzt. Ja, es klemmt ja alles ganz schön weit unten. Ne? So, Risikohinweis habt ihr gesehen, wurde ja auch, beziehungsweise hat ja auch die Stimme, meine Stimme, schön aufgenommen, was dazu gesagt. Also es ist natürlich nicht nur Makulatur, bitte nicht einfach nachmachen. Ne? Und ich freue mich natürlich auch, wenn es gut aufgeht, aber ich kann es natürlich nicht wissen. Und wenn wir uns den Markt halt so angucken, dann ist das natürlich schon irgendwie alles ziemlich heftig bisher irgendwie gelaufen. Ne? Also hier der H1 vom Dow, der aber eben auf der Unterseite klemmt, immer noch unterm, beziehungsweise am Tief von gestern Abend, was er hier hingezimmert hat. Und passiert ist aber irgendwie ansonsten da auch noch jetzt großartig nichts. Ne? Ich glaube, hier muss man so ein bisschen größer aufräumen, beziehungsweise aufrollen das Bild. Deswegen gehe ich auch hier mal in den Daily rein, um mal zu sehen, wo stehen wir überhaupt. Ne? Und wenn jetzt hier der eine oder andere dabei ist, der mir folgt, wovon ich ja auch mal ausgehe, der wird sich vor allen Dingen über Folgendes dann halt brüskieren und sagen, wir fallen doch hier durch den steigenden SMA 20. Das sehe ich auch so. Und ich sehe, bin auch eigentlich der Meinung, das geht so nicht. Ne? Also, zumal auch hier unten gebremst wird irgendwie alles. Aber ich habe auch gestern Abend schon gesagt, mehr als 50-50, weder im DAX noch im Dow vom Bild von gestern Abend. Hier würde ich fast eher tippen, wir schnippen erstmal eine Runde rauf. Ist aber jetzt erstmal eine Vermutung, ne? Weil er sich schon irgendwie so ein bisschen hier runter quält. Was es so ein bisschen untermauert, ist aber eben halt auch der Weekly, der eben jetzt hier gerade mal unter der Vorwoche steht. Der hat noch so ein kleines bisschen Luft da unten. Und der könnte, also beziehungsweise der Weekly hätte eigentlich irgendwie bis jetzt schon auch stärker reagieren müssen. So, trotzdem, irgendwann ist aber natürlich auch jeder Anstieg vorbei. Und es kann natürlich einfach sein, dass das heute der Fall ist. Das weiß ich nicht, ne? Ich sage jetzt nur, wenn der Markt irgendwie in der bisherigen Trendrichtung so anknüpfen möchte, und dazu gehört ja auch der Weekly, dann darf der eigentlich nicht noch weiter runter. So, was ich aber nicht weiß, ist, ob der Trend nicht heute zu Ende ist. Und deswegen, auch wenn ich da noch so oft wiederhole, auch diese These mit dem SMA 20 und von wegen, wir fallen nicht durch den steigenden etc. Nein, das machen wir auch nicht,
zumindest so lange nicht, bis der Trend dann endgültig kaputt ist, ne? Und beziehungsweise wenn er kaputt gemacht wird, dann gilt diese Regel natürlich nicht mehr. Und es ist dann natürlich die Frage, wie geht man damit um, ne? Geht man da jetzt irgendwie einfach long, ne? Um 14:30 Uhr? Ich meine, Empfehlung ist ja so oder so nicht, das ist eh klar. Oder macht man besser nichts? Ich bin fast der Meinung, irgendwie, man macht besser nichts und guckt sich irgendwo die Grenzen an und versucht dann da irgendwo anzuknüpfen und reinzukommen. Und das könnte ein bisschen ruppig werden insgesamt, glaube ich. Also wenn ich mir das so angucke, es ist eben, es klemmt schon auf der Unterseite, das ganze Ding. Wir stehen hier noch immer über dem Support eben auch von gestern Abend, ne, wo er dann irgendwie halt dann runtergesprintet ist, wo er sich aber jetzt auch eben sauber dran gehalten hat. Das heißt, naja, wir haben hier Support und der Point of Control vom Vortag liegt höher, also das Volumen liegt höher. Ne? Und auch so die anderen Volumenbereiche, irgendwie Tag davor, es liegt alles eher da oben und weniger da unten. Und da das Volumen ja dann eben halt auch dünn werden wird um 14:30 Uhr, wäre es vielleicht schon nicht so falsch. Ne? Also, aber nochmal, bitte, ne? Der Trend ist short, ja. Und wir haben hier irgendwie, brechen hier ein Low nach dem anderen. Das ist nicht ohne weiteres da halt irgendwie mit Long mal eben gemacht, so nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt mal Long und vor allen Dingen schon gar nicht, ja, weil Hilger gesagt hat, ne, bitte das dreimal nicht, ja. Ich sehe halt einfach nur, okay, wir stehen hier unten am Support, aber in einem klaren Abwärtstrend. Und wenn das Volumen wieder Anschluss sucht, dann wird er als allererstes mal hier rauflaufen auf die 40.800. Also hier oben genau in das Segment. Ne? Vielleicht aber auch, nachdem er vorher erstmal ein bisschen runtergegangen ist. Das könnte so passieren. Ihr könnt ja auch selber mal irgendwie reinschreiben, wie ihr das seht, oder was ihr der Meinung seid. So, was ist der, oder ich frage mal so, was denkt ihr, was der erste Impuls sein wird? Rauf oder runter? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Sowohl bei GoToWebinar, aber eben auch bei YouTube. So, In der Victor Zeit, schreibt, Dirk, Gabriel. Ha? ich sage, ich wollte gerade nur ergänzen, in der Zeit, wo die Teilnehmer hier reinschreiben, kann ich ja gerne, das hatten wir in die letzten Male auch mal immer mit reingebracht, kann ich ja gerne ergänzen, was die Banken zu den Zahlen gleich gesagt haben und welche Bewegungen sie erwarten. Und die höchste Wahrscheinlichkeit mit 40% hat aktuell, dass die Zahlen zwischen 150 und 200.000 reinkommen. Und nach JP Morgan würde dann der SPY, also der S&P, beziehungsweise hier der ETF, 0,75 bis 1,25% gewinnen. Okay. Das hat die höchste Wahrscheinlichkeit aktuell, Ja, laut also rauf. JP Morgan. Korrekt. Alles über 150.000 sollte dann dazu führen, dass die Indizes steigen. Ja, das wird irgendwie, glaube ich, recht spannend. Also ich wehre mich ganz und gar nicht gegen rauf. Ne? Die Frage ist halt immer nur, wie kommt man in den Markt rein, wenn das denn wirklich auch so macht. Ich gucke mal hier drüber in die Kommentare, was da jetzt reinkommt. Wir hätten auch eine Umfrage natürlich machen können. Also bei YouTube rauf zur dicken Grünen und dann runter. Also bis auf die 800 wäre das. Ne? 150 rauf, 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 rauf. Alle sind irgendwie rauf, nach oben unterwegs. Ich hoffe, wir sind nicht das Sentiment. McMurphy meint dazu, fällt mir insbesondere heute ein, rate mal mit Rosenthal. Ja. Ich glaube, dass einige zu alt sind, um zu wissen, was du damit meinst. Ich weiß es aber. Ich wurde als Kind genötigt, das zu gucken. Okay, geht bestimmt drauf. Ja, Short. Okay, ein Short. Also rein statistisch hat ja der eine Short dann jetzt recht. Ja, wenn das Sentiment, aber ich hoffe ja immer, dass wir nicht das Sentiment sind. So, ich traue mich hier nicht, die Fragen aufzuklicken. Da habe ich halt hier wieder Also auf GoToWebinar DSGVO. sind einige dann tatsächlich short oder auf der Okay. Short-Seite. Erst Also GoToWebinar ist kurz. Short und YouTube eher Long. Das ist Ja, auch. erst kurz nach oben und dann soll es runtergehen. So hier Ja, die Marke. okay. Ja, das ist auf jeden Fall interesting. Also was da jetzt halt eben kommen wird. Ich bin gespannt. Also ich bin ja halt auch immer ein Freund davon. Also ich meine, klar weiß man, wenn man hier jetzt irgendwie nicht zum ersten Mal dabei ist, eher irgendwie zu gucken, als zu denken. Und aber das, was jetzt der Nelson gerade beschrieben hat von JP Morgan halt eben, was diese Einschätzung angeht, deckt sich ja tatsächlich mit dem Bild. Ne? Also ich meine, der Markt wird Volumen suchen. Das ist halt irgendwie klar. Ne? Ich meine, das macht er immer. Die Frage ist immer, wo geht das suchen? Eher auf der Unterseite oder eher auf der Oberseite?
Und auch wenn wir jetzt hier den Point of Control für heute haben, mit 22.000 Kontrakten, das ist halt irgendwie nichts, ne, im Vergleich zu dem, was wir da halt gestern da halt schon durchgeprügelt haben. Das sind immer so um die 120.000 rum im Dow Future. Das heißt, wir sind jetzt gerade erstmal bei einem Sechstel von dem, was halt gestern da an Volumen gedreht worden ist. Das heißt, das hat noch nicht so wahnsinnig viel Aussagekraft, was wir jetzt hier auf der Unterseite sehen. Von daher sollte man das nicht überbewerten. So, entscheidend, was heißt entscheidend, ne? Richtungsweisend ist für mich aber auch immer, wieso ist jetzt hier auf den M2 gegangen? Habe ich irgendwas verpasst? Ich wollte eigentlich auf dem M1 bleiben. So, entscheidend bzw. richtungsweisend, hier ist irgendwas komisch. Lässt mich hier nicht umstellen. Ah ja, ich hoffe, da hängt nicht wieder mein Server irgendwie gleich rum. So, also M15 natürlich, ne? Einfach weil er so ein bisschen als erstes so ein bisschen mehr Überblick bietet hier oben im Bild. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und weil ich da immer halt davon ausgehe, dass der immer den ersten Impuls macht oder den ersten erkennbaren und dort halt auch oft eben die Grenzen zu suchen sind. Da haben wir hier oben wirklich dann auch, ich hoffe, man kann es erkennen, ist ein bisschen dunkel. Ich wollte eigentlich andere Farben einstellen, habe ich aber vercheckt. Hier oben die 864, ne? Also das wären rund 200 Punkte rauf. Und natürlich dann auch wie immer die Frage, nimmt man den Impuls mit, geht man per Stopp rein oder skaliert man und hält oben dann halt stattdessen dagegen. Ne? Das ist, ich habe aber eben auch, ja auch gestern Abend schon gesagt, ich glaube, ich wäre kein Freund davon, irgendwie heute zu schnell da irgendwie reinzugehen, weil das Bild schon so ein bisschen arg durchwachsen ist, beziehungsweise zumindest wie er sich gestern am Schluss eben dargestellt hat, der Markt, war das eigentlich schon so ein Ding, was halt nicht mehr irgendwie als ja, Würfel gewesen wäre. Ne? So, ich gucke mal über die Kommentare. Also Matthias, rauf bis 776, 790, ja, das ist ja die 800. NYC Dirk, okay. Welches Scheinchen hätten Sie denn gerne? Elson, haben die Banken auch etwas dazu gesagt, wie Gold auf die Zahlen reagieren könnte? Hast du mitbekommen, die Nee, Frage? in der, ja, in der Regel machen sie das tatsächlich für den S&P nur. Vielleicht kriegen andere institutionelle Kunden weitere Einschätzungen, aber für das Mainstream in Anführungsstrichen ist es meistens nur für S&P. Ja, Gold long, meine Einschätzung. Also sage ich dir die ganze Zeit schon, wir haben hier eine Range auf hohem Niveau und die löst eigentlich nicht nach unten auf. Vielleicht mit einem Schlenker, ja, aber halt, das sollte eigentlich auch long auflösen und irgendwie dann halt, wenn es gut läuft mit einem neuen ATH, dann eben halt auch heute rausgehen. Also ich erwarte bei Gold halt ja immer noch irgendwie so eine Eskalation eigentlich. Und gut, bei Bitcoin auch, aber es ist ein anderes Thema. Also Bitcoin, der könnte ich mir vorstellen, dass der heute irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist irgendwie schon möglich. Wir haben noch irgendwie 1,5 Minuten, ja, okay. Das ist schon irgendwie möglich. Der klemmt hier unten auf der Unterseite und hat hier, wo ich stehen habe, möglicher Short-Trigger. Und den hat er eigentlich gezogen und da fehlt nicht mehr viel ein Push und dann kippt das Ding wahrscheinlich irgendwie weg. Also ich habe auch einen Stop hier unten drunter, irgendwo in dem Bereich. Hier bei der 55.000, also nicht mehr wahnsinnig weit weg und wo ich die Hälfte meiner Position auch erstmal loswerden werde. Das aber nur am Rande. Also das ist ja halt der Bitcoin. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, auch wenn der jetzt natürlich mit den Arbeitsmarktdaten an sich eigentlich ja nichts zu tun hat, ne? Aber das spielt nicht unbedingt eine Rolle. Also das heißt, das wird ja dann eben oft auch genutzt, um dann halt eben, ja, warum, also da muss ich jetzt irgendwie, müsste ich jetzt tatsächlich raten, warum würde man den Bitcoin nutzen? Nein, es ist, glaube ich, eher so ein Fahrwasser, was da halt immer irgendwie dann auch mitkommt. Aber vielleicht macht er tatsächlich ja auch gar nichts. So, wir haben noch 30 Sekunden, bin mal gespannt. Bis jetzt zuckt noch irgendwie nichts. Hier ist der Stundenchart, den behalten wir natürlich die ganze Zeit auch im Auge, ist halt klar. Hier hat es so ein bisschen nach oben reagiert. Man könnte ja dann halt mal überlegen, wenn man halt irgendwie erstmal klein irgendwie den Markt rein will, ob man halt die Positionsgröße dann erstmal halt ein bisschen tiefer ansetzt. Und zum Beispiel dann halt per Stop-Order dann eben reingeht. So, 10 Sekunden haben wir noch. Ich lasse den Chart mal bewusst so klein. Erstmal, das Buch wird jetzt eh dünn und mal gucken, was dann halt passiert. So, passiert irgendwas? Ja, es kommt was. Nach oben. Mal gucken, ob wir da mit reinkommen, noch in irgendeiner Form. Oh, das sieht, ja, das war jetzt genau, ne, die 800. Genau das war der Impuls, wo er hin sollte. Hier oben im 15 sieht man es besser.
Hier ist so ein bisschen lame unterwegs. Keine Ahnung, was meiner Verbindung jetzt hier hängt. Aber dort ist der Markt eher so ein bisschen langsamer. Das heißt, das war jetzt das, wie ich es beschrieben habe, nämlich das Volumen erstmal auf der Oberseite suchen. Und dort ist es eben ja dann auch als letztes gewesen gestern. Hier im M15 sieht man es deutlich. Ne? Hier ist dieser Point of Control. Oh, sorry, meine Stimme versagt. Ich bin seit heute Morgen irgendwie 9 Uhr nur am Quatschen. So, und die Frage ist natürlich, was macht er jetzt als nächstes? Kippen wir jetzt da nochmal runter. Oder setzen wir nochmal oben an? So, ich lasse mal eine kleine Order unten drin. Also erstmal rauf, hat gepasst. Mal gucken, ob wir da jetzt nochmal ansetzen. Also hier jetzt erstmal Break-Even gezogen, automatisch. Aber im Zweifelsfalle, ganz ehrlich, würde mir auch reichen, irgendwie so ein paar Punkte mitzunehmen. Und der muss ja nicht nochmal ganz rauf. Aber ich habe hier irgendwie Verbindungsdrama, ne? Ich habe so ein bisschen Verbindungsdrama hier. Das ist alles irgendwie viel zu lame. Ja, aber hätte man Also laut tatsächlich, JP aber. Morgan müsste er jetzt short gehen. Unter 150.000 müsste jetzt der Indiz jetzt short gehen. Okay. Ja, gut, der ist auch 142.000 mal. ist reingekommen übrigens. Irgendwas hängt da bei mir leider. Okay. Aber warum soll es denn auch mal irgendwie ohne Stress abgehen? So, dann machen wir jetzt das Bild mal eine Nummer größer, damit man hier mal ein bisschen mehr sieht. Also, ich bin da noch nicht so überzeugt davon, dass JP Morgan da halt das Rennen macht, ehrlich gesagt. Vielleicht dann halt im Nachhinein, dann nachher, ja. Das ist schon möglich. So, mal gucken, ob wir hier unter die Eröffnung nochmal irgendwie kommen. Aber schon, natürlich schon ein heftiger Spike. Aber generell, ne, jetzt könnte man natürlich wieder sagen, hätte man ja machen können. Ja, ich weiß, ne? Habe ich aber nicht. Weil ich habe es ja auch gerade gesehen, ne, das war schon sehr, ich wäre schon hier massiv gefischt worden, dann jetzt eben auch. Und weil halt, oh, sorry, meine Stimme, ja, das wird ein Problem. Also nicht gefischt werden. Ich wäre hier geslippt worden, ein bisschen zu arg. Und hat man ja auch irgendwie gerade gesehen, von dem, was da gerade gewesen ist. Ne? Der Trade, den sieht man ja noch, den ich gerade gemacht habe. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt mitbekommen. Ja, ne? Hier mit so ein paar Punkten jetzt einfach mal da oben raus. Gut, der war von vorhin, das war nur so ein kleiner Test-Trade. Aber das war jetzt hier der eigentliche Trade. Ne? Ich würde da auch tatsächlich eigentlich nochmal ansetzen. Ja, wir haben jetzt hier nochmal irgendwie knapp an der Eröffnung, also es waren irgendwie 25 Punkte, ist natürlich jetzt nicht der Rede wert, aber jetzt auch nicht irgendwie nix, ne? Also besser auf jeden Fall fand ich den jetzt, als irgendwie direkt irgendwie long zu gehen. Aber wer auch immer jetzt hier eben dann long gewesen ist bei YouTube, jetzt gleich mal nochmal gucken, wer das war, natürlich cool, ne? Also ich hoffe, du bist gut rausgekommen, ne? Weil das war ja genau oben das Level, das ich beschrieben habe, hier oben bei der 800. Wo er auch eben hin sollte. Das Ding ist nur, ne, da er das jetzt gemacht hat, das Volumen da oben geholt hat, ist er eigentlich fertig. Ne? Das ist so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte. 35 Punkte Slippage hat versehen auf dem Live-Konto getradet. Ja, 35 Punkte ist aber nicht schlimm. Ganz ehrlich. Ne? Also, das ist komplett legitim. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, bei welchem Broker du jetzt da bist, aber das ist wirklich gar kein Problem. Das ist völlig okay. So, die Frage ist jetzt, ne, laufen wir wirklich nochmal bis ganz oben hin, gucken nochmal das Volumen oder nicht? Ich bin so ein bisschen unentschlossen hier, ne? So diese Nachreaktion, die fand ich okay, die ich hier mitgenommen habe, eben. Ich glaube nur wirklich, das ist so schnell gegangen, das hat man fast gar nicht gesehen, ne? Das ist okay, aber er müsste jetzt schon dann eben auch hier drüber und dann dort auch eben sich halten, also über dem letzten High und dann eben nochmal die ganze Reise nach oben machen. So, aber bevor wir jetzt hier irgendwie reinspringen, ich wäre ein Freund davon, wir gucken jetzt mal erstmal hier drauf, was da überhaupt los ist, ne? Was wir da jetzt überhaupt haben. Also, genau die grüne Linie, ne? Das war ja auch das, was bei YouTube ja auch, sorry, wenn ich es nicht mehr zusammenkriege, wer es gesagt hat, aber das ist ja eben genau das Level von mir vom Live-Chart, Add-on, so und warum nochmal als Erklärung auch jetzt nochmal im Nachhinein, aber nur für die, die später zugeschaltet haben, ich habe es auch vorher schon erklärt. Wo wir hinwollen oder was ich für absolut plausibel halte. Hier unten das Volumen mit 22.000 Kontrakten ist natürlich nichts im Vergleich zu Vortag, hier oben mit rund 120.000. Ich habe nicht genau geguckt, aber es ist so in etwa der Tagesdurchschnitt. So, und wenn der Markt Volumen sucht, beziehungsweise, und das braucht er ja,
Und dann wird er sich wahrscheinlich eher den nächsten Punkt aussuchen. Auch wenn wir dann halt irgendwie hier generell im Trend short sind, aber da oben lag das Volumen und das hat er jetzt einfach abgefrühstückt. Das heißt, das haben wir jetzt eigentlich schon erledigt, ne? Und das ist so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte. Trotzdem, er scheint sich ja nochmal irgendwie nach oben zu bohren. Wichtig wäre jetzt halt nur, dass dieser letzte Spike, ne, hier von dem zweiten Anlauf, dass der jetzt halt aber eben dann auch genommen wird. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ich habe jetzt hier irgendwie 25 Punkte gemacht. Warum soll ich jetzt die wieder verschenken? Oder, naja, ich will aber die Reise darauf haben. Ne? Das ist natürlich so, naja, ich finde, ich bin immer noch nicht überzeugt davon. Ne? Auch wenn ich jetzt irgendwie hier unten mal gucke, in dem Bild, wo mein Kopf nicht drin ist, im Zweifelsfall eh das bessere Bild, hier unten, ne, sieht man es ja halt auch. Also wir haben hier im Framing halt eben, sind wir so ein bisschen immer noch nach unten gerichtet. Wir drücken uns hier aber immerhin gerade so durch dieses Gebilde eben hier Richtung SMA 20 nach oben, versuchen wir zumindest irgendwie wegzukommen, schlagen aber da oben halt gegen die Bänder und eben gegen das Volumen von gestern. Das ist so ein bisschen das, was hier schwierig ist. Und das heißt, um das wirklich wegzudrücken, müsste er sich deutlich da oben drüber stellen, innerhalb der nächsten 25 Minuten. Aber das jetzt zu orakeln, ist halt auch wieder schwer, ne? Deswegen, so ein erster Impuls ist die eine Sache, aber halt irgendwie so ein ganzes Ding da irgendwie mitnehmen, ist nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer. Und das heißt, wenn man das jetzt machen wollte, ich glaube, ich würde da wirklich rangehen, würde sagen, okay, mal angenommen, ich will das jetzt, ja? So, ich finde das jetzt nicht so falsch. Dann würde ich aber irgendwie mal ganz klein einsteigen. Und dann halt irgendwie mal gucken, ob man den jetzt irgendwie auf der Oberseite dann eben auch nochmal skaliert kriegt oder auf der Unterseite, weil er will rauf. Ne? Also das sieht man ja. Da muss man ja jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, eine Glaskugel halt haben oder sonst irgendwas. Ne? Oder was man auch machen kann, statt irgendwie zu skalieren, ne, das ist halt eben dann immer kleine Etappe, kleine Schübe damit zu nehmen mit größeren Positionen. Geht natürlich auch. Ne? So, ich versuche mich aber jetzt hier jetzt erstmal im 2-Minuten-Chart darauf zu hangeln. Mal gucken, ob das gelingt, ob wir den M15 dann bis um 14:45 da oben hingestellt kriegen oder nicht. Ne? Sind aber jetzt hier dann auch so an der kleinen Psychomarke, ne? Irgendwie eine Runde 100er. Und das kann natürlich sein, dass es halt irgendwie da jetzt nochmal irgendwie bremst, nicht so einfach wird. Und solange der aber hier unten drunter ist, so, ich habe jetzt auch bewusst jetzt hier auch nur eine wirklich kleinste Position, ne? Was dann halt nicht mehr als jetzt irgendwie ein Sechstel, Siebtel oder so dann halt sein sollte. So, weil was man ja machen kann, ist das Ding dann halt hier zusammenbauen. Ne? Also wenn nochmal irgendwie Rückläufer kommen sollten, und die kann ich ja nicht nur unterhalb meines Entries machen, die kann ich auch später hier oben machen. Ne? Und würde so versuchen, das Ding mit drauf zu kriegen. Das war der Break-Even-Safe, der hier zugeschlagen hat. Den habe ich gerade mal nochmal entfernt. Also das ist jetzt wirklich rein visuelles Trading. Ne? Und einfach nur basierend auf der Vermutung, dass da unten nichts mehr zu holen war und dass oben das Volumen einfach interessanter ist. Ob der dann wirklich da drüber kommt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ne? So, wir sehen aktuell Dollar Stärke, Euro, US-Dollar, Gold, Bitcoin Ja, steigen, genau, was machen? Nasdaq steigt, die Renditen kommen runter. Das als Genau. Reaktion auf die Zahlen. Ja, also Bitcoin, nice, Gold vor allen Dingen, ne? Das, okay, das war ja zu erwarten jetzt erstmal. Hab ich Dollar Stärke gesagt? Ich meinte natürlich Schwäche, als ich mich Ja. versprochen habe. So, das heißt, das passt. So, was die Woche muss im Trend auflösen. Ja, welcher Trend auch immer. Ne? Aber Weekly, ja. Also Victor, ne? Das ist ja eigentlich genau das, was ich ja halt auch sage. Diese ganzen Regeln und so weiter. Ne? Auch irgendwie mit SMA 20. Und das ist alles so lange, funktioniert so lange, wie wir uns im Trend bewegen. Ne? Und dann hat das natürlich auch eine Bewandtnis. Aber Trends brechen halt auch, leider Gottes. Ne? Was heißt leider? Ich meine, sonst wird man ja nie reinkommen. Ne? Beziehungsweise. Lasatoria fragt, glaubst du nicht mehr an Long? Naja, was heißt glauben? Ne? Ich muss, oder von welchem Markt redest du? Wäre ja dann auch die Frage, ne? Also ich weiß, ich habe mich am Anfang der Woche, was ja auch Anfang des Monats gewesen ist, ja da ja auch dazu ausgelassen, eben halt, dass alles, was korrigiert ist, ist korrektiv im Long-Trend, weil halt eben auch größere Impulse, wie zum Beispiel im Monat, ja dann auch, natürlich vollste Berechtigung hat, dann halt eben auch mal zu korrigieren und die Korrektur dann natürlich ein bisschen anders aussieht, als jetzt zum Beispiel dann halt irgendwie im Daily, ne? Oder halt auch
im Wochenchart. Ne? Logisch. Ne? Und deswegen sollte man das nicht irgendwie überbewerten, auch wenn es irgendwie runtergeht. Und eigentlich müsste der halt nach oben auflösen. Ja. Ne? Aber wie gesagt, das gilt alles so lange, wie eben natürlich der Markt auch irgendwie Lust hat, im Trend zu bleiben. Was heißt der Markt? Ne? Die Marktteilnehmer. So, die müssen natürlich schon mitspielen bei der ganzen Nummer. Ne? Das ist halt klar. Ja, von daher, was ich glaube, ist dann natürlich dann irgendwie die andere Geschichte, beziehungsweise ist natürlich im Zweifelsfalle wahnsinnig irrelevant, ne? Und am Ende muss ja irgendwie dann auch alles dazu passen. Also ich habe jetzt hier, wie man sieht, ne, jetzt mal einen zweiten mit dazu gepackt. Und ausgehend davon, dass wir den Impuls jetzt eben erstmal noch weiter nach oben fortsetzen. Und aber auch nicht am Hoch, sondern einfach nur hier am Schluss von der vorangehenden Periode, hier im 2-Minuten-Chart wohlgemerkt, eben darauf bauend, dass wir jetzt, so hoffe ich doch, den M15 in den nächsten 4 Minuten nach oben wegdrücken im Grunde, ne? Wir werden sehen, ob das gelingt, ne? Aber ich habe ja eben auch gesagt, ne, man kann natürlich auch sagen, ja gut, 25 Punkte reicht mir bei der ungewissen Marktlage. Und wir lassen es halt dabei. Ne? Kann man natürlich auch machen. Ich glaube aber irgendwie schon, dass wir hier zumindest noch ein bisschen nachdrücken, auch wenn mir das irgendwie nicht so hundertprozentig alles gefällt, ne? Vom Bild her. Weil, wie ich auch am Anfang gesagt habe, eigentlich ist es da oben erledigt, wo wir jetzt auch schon gewesen sind. Das würde dann auch bedeuten, man muss da oben nicht irgendwie drauf bauen, dass wir dann halt dort durchlaufen ohne weiteres. Ne? Sondern genauso kann man dann auch sagen, gut, vergiss es, ne? Sondern bis da oben hin reicht. Aber dass wir das oben nochmal abholen, das wäre jetzt schon nicht so unwahrscheinlich. Außer der M15 war nicht mein Freund am Dienstag. Der hat mich am Dienstag komplett vermeiert. Ich hoffe, das wird jetzt heute kein Da Capo hier. Das wäre natürlich mies. Der hat nämlich auch so ein Ding gemacht, Struktur aufgebrochen und dann die nächste 15 Minuten Kerze in den Keller geschossen. Ne? Das wäre natürlich jetzt echt ein bisschen, da muss ich vielleicht mein, wenn das jetzt so sein sollte, ich meine, was ich nicht ausschließen kann, da muss ich mir das, glaube ich, irgendwie in Zukunft mal öfters angucken, bevor ich da weiterhin auf den M15 baue. Ne? Blind, wie ich das vorher mal gemacht habe. Aber wir bewegen uns hier immer noch in der Aufwärtsstruktur, zumindest mal irgendwie halt hier von den Kleinen her. Ne? Ja, das sieht schon ein bisschen abgefahren aus. Ne? Aber das wär mies. Ne? Wenn das jetzt wirklich nochmal so sein sollte, genau wie am Dienstag, dann Nelson. Dann ist das Gärtner eine oder Woche. so. Nein, Gärtner. Nee. Ja. Obwohl, ich könnte da was erzählen. Nein, Ja, erzähl mal. nein, nein, ich glaube, das möchtest du ja nicht. Das ist deine Ach so. Vergangenheit. Meiner Ver Ach, ja. Nee, lass das. Das hat aber, Ja. ja gut, das hat im Entferntesten auch was mit Garten zu tun, ja. So, nein, also, deswegen hier auch mit dem großen Stop generell, aber trotzdem, ne, man kann es nie irgendwie ausschließen, was das halt irgendwie werden wird. Hier ist aber halt der quasi Bebop, den wir halt hier eben haben, also volumengewichteter Durchschnitt, aber nicht ganz genau, der ist nämlich ein bisschen anders berechnet als der vom Orkan, vom Bebop Add-on. Trotzdem wird er sehr, sehr gerne angelaufen. Was man halt hier auch sieht, ist, der Markt hat sich daran orientiert und versucht den jetzt von oben dann auch zu bestätigen, nachdem er halt schon weit drüber geschlossen hat. Ne? Von daher immer noch alles irgendwie so weit legitim. So, M5 sieht ein bisschen dämlich aus, gerade zugegebenermaßen. Da bräuchte es jetzt irgendwie schon mal irgendwie so ein Shot dann eben nach oben, damit es halt irgendwie nice ist. Ne? Die 250 Live-Zuschauer möchten aber wissen, was denn im Garten war. Steht hier bei YouTube. Von Happy Sunrise. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, Herr Scholz. Nelson Cardoso Scholz. So, wollen wir da gar nicht weiter jetzt damit hier weitermachen. Ich sehe gerade, dass der Markt jetzt 55% einpreist, dass die Fed um 50 Basispunkte senkt. 55, 55 oder 50? Also 55%, dass die um 50 Basispunkte senken. 0,5. Ja,
So, das sieht auf jeden Fall jetzt gerade sehr merkwürdig aus, ne? Aber ich fürchte, da bestätigt sich so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe. Eigentlich ist er da oben gerade schon fertig, ne? Eigentlich hat er das erledigt. Ach ja, wir werden sehen, ne? Also, aber M15 hier schließt erstmal nett. Irgendwie klicke ich immer. Der will hier nicht. Der hat keinen Bock irgendwie auf mich halt. So, hier, also schließt erstmal so weit, so okay. Hier in Bullish und dürfte und müsste eigentlich eins dran setzen, ne? Also es das heißt einfach dem Impuls folgen, dem Volumen folgen. Volumen war da oben, hier unten ist weniger. Impuls ist nach oben. Also müsste er eigentlich eben auch mal noch einmal bis da oben hinlaufen. Bin mal gespannt, ob wir es jetzt hier noch hinkriegen irgendwie bis um 15 Uhr oder ob wir jetzt hier einschlafen wollen. Weil gestern hat er sich hier irgendwie auch schon, ah nee, Quatsch, gar nicht. Das war eine Etage höher. Jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt. So, das heißt, man kann natürlich, wenn er jetzt hier nochmal neues hoch macht, den auch hier oben, da oben auch nochmal irgendwie skalieren und mal gucken. Also, bis jetzt macht er nicht das, was er am Dienstag mit mir veranstaltet hat. Ich hoffe, das bleibt dabei. Ich freue mich nur gerade über den Kommentar. Der Nelson liest wahrscheinlich auch mit, ne? Naja, irgendwann werde ich mal das passenden Link irgendwie irgendwo drunter packen. Sollte ich irgendwann mal versehentlich betrunken live gehen auf YouTube, dann sprich mich auch noch drauf an, dann werde ich es wahrscheinlich ohne Probleme direkt machen. So, also, wer hat denn überhaupt irgendwie einen Trade irgendwie gerade auf? Und warum? Also, ich versuche es gerne mal aufzugreifen, weil wir haben ja hier ein bisschen Zeit, wie es aussieht. Weil der Markt ist jetzt nicht irgendwie der schnellste. Jana, bin long. Long ist gut, solange es nicht eben am Hoch ist, ne? So, also jetzt kriegen wir hier so ein bisschen. Okay, hier ist Kassaschluss von gestern, sehe ich auch gerade. Gut. Das heißt, ich würde jetzt irgendwie mal gucken, ob wir hier noch so einen Schuss da oben durchkriegen. Weil so wahnsinnig viel Volumen ist ja hier gerade nicht am Start. Das heißt, ich skaliere den jetzt hier mal eine Runde rauf, würde den zweiten aber direkt wieder rausnehmen. Oben am POC quasi, beziehungsweise waren wir eben 90, ne? Ein bisschen drunter kann man ja irgendwie machen, weil es ist immer die Gefahr, klar, wenn man irgendwie am Hoch irgendwie long geht, dass dann genau dort der Markt dann erstmal bremst. Und okay. Das kann natürlich immer passieren. Deswegen ist immer die Frage, ob so einer intelligent ist. Also, wenn, weiß man halt nie, ne? Weil oft ist es halt wirklich schon so, dass sowas ja gerne geschortet wird und dann oben erstmal die Shorties auflösen. Und ich versuche das immer sehr, sehr gerne dann eben von der anderen Seite dann eben mitzubekommen und dann halt eben die Phishings irgendwie abzugrasen. Gelingt aber natürlich auch nicht immer. So, das heißt, hier wäre eigentlich nur normal, wenn wir jetzt einmal irgendwie ganz kurz da oben hinschießen. Das heißt, auch einmal hier über den Kassaschluss von gestern und dann eben nochmal da oben in den Point of Control, dann da oben rein. Auf GoToWebinar sind auch sehr viele Long. Okay. Na, es passt hier jetzt erstmal zu allem dazu. So, hier ist der Kassaschluss von gestern. Da werden wahrscheinlich auch wieder ein paar Positionen liegen. Guck, wie der M5 mittlerweile aussieht. Ja, okay, alles nähert sich dem Point of Control wieder. Ich glaube auch nicht, dass er daran vorbeikommen wird. Als nächste Anlaufstelle hier unten orange, ne, sieht man ja. So, einmal da oben hin. Da kommt jetzt auch gerade eine dickere Order noch mit rein. So, zack, das meinte ich, ne? So, jetzt kann man dann irgendwie zwei nochmal rausgeben und dann sagen, na gut. Okay. Also, ich habe es doch nicht verlernt. Am Dienstag hatte ich ja auch mal ganz kurz meine Zweifel. Aber Dienstag habe ich einfach so, keine Ahnung, die Serie gepachtet. Musst du deine Gärtnerkarriere später anfangen? Ja, sorry. Also wird nichts mit Rasen mähen. So schnell. Gut, also ich würde jetzt aber trotzdem, ne, ich habe jetzt ja hier einfach nochmal zwei Drittel rausgegeben. Also das ist ja eben das, was ich auch immer wieder schön finde, am Stereo Trader. Ja, ich weiß, es ist Eigenwerbung, aber es ist einfach so, dafür habe ich das Ding ja gemacht, ne, dass man mit dieser Skalierung oder wenn man skaliert mit mehreren Positionen, wie ich es eben gemacht habe, dass man einfach total den Überblick behält, wo man eigentlich steht. Ich muss jetzt nicht irgendwie da unten das MetaTrader
Konto oder irgendwas aufmachen, sondern sehe hier unten, da ist jetzt mein Break-Even und bis dorthin müsste er zurücklaufen, um diesen Trade mit Null zu beenden. Ne? Und das ist einfach deswegen, weil ich halt hier Teile im Gewinn geschlossen habe. Ne? Also eigentlich völlig sinnvoll. Ey, Viktor, willst du Stress? Schreibt dir heute mal gut getroffen. Von Dirk, danke. Ja. So, also das finde ich halt eigentlich immer richtig nett, weil man halt den Kopf frei hat. Ne? Man sieht hier, okay, da ist es. Ja? Also auch wenn man sagt, na gut, ich will das aber nicht, weil mein Break-Even ist ja hier, ich will die Anzeige anders, dann packt man sie eben hier, klickt man darauf und dann sieht man hier unten irgendwie so eine goldene Linie BE und die sagt mir dann, okay, alles, was du drin hast, müsste bis dorthin laufen, um wieder Break-Even zu sein. Ich finde es aber halt mit dieser Einstellung hier oben übrigens einfach dieses kleine Ding, finde ich eigentlich immer ein bisschen nicer, weil es halt einfach aufgeräumter aussieht. So, hier kann man jetzt irgendwie für meine Begriffe, ne, entweder Rock'n'Roll oder also Make or Break ist das jetzt. Entweder läuft er oben durch oder das Ding ist jetzt hier fertig. Beides ist völlig in Ordnung, wie ich finde. Ne? So, Victor. Gut. Okay. Also gucken wir nochmal eben auf den H1 auch nochmal drauf. Hier halt auch. Ne? Er müsste ja irgendwie jetzt in 10 Minuten da wirklich komplett oben drüber laufen. In dem Bereich von der 940. Da habe ich so ein bisschen Zweifel dran, dass das gelingt. Ja, ehrlich gesagt, das wäre schon ein weiter Weg. Es ist aber machbar. Also auch wenn jetzt irgendwie der es nicht schafft, wäre genauso legitim, wenn der Markt jetzt hier wieder stehen bleibt, ne, und erstmal nicht weiterkommt. Wir damit dann eben auch in der Nähe vom Kassaschluss von gestern, der ja eben auch hier ist, ne, kann mir auch hier anzeigen lassen. So, da ist es, ne? Das ist der Kassaschluss von gestern, wenn er eben dort ansetzt und dann eben die Kasse dann eben das Rennen macht. Also das heißt, ne, als Beispiel hier enden und dann halt eben nochmal so ein Stich runter, irgendwie so in die Nähe von da, wo die NFPs gestartet sind und dann eben rauf auf hier 950, 970. Ne? Spricht irgendwie nicht so viel dagegen, als dass es nicht gelingen könnte, ehrlich gesagt. Ne? Und jetzt hier ist wahrscheinlich, also ist ja auch immer die Frage, welche Motivation steckt dahinter. Also wird jetzt wirklich der Aktienmarkt, wenn der jetzt hier nochmal beflügelt werden soll, ja, und dann wird man eher wahrscheinlich hingehen und also von institutioneller Seite und irgendwie den Kurs eher lieber ein bisschen unten halten im Future und erstmal dagegen halten, weil es dann einfach nachher sonst irgendwie unattraktiv zu teuer wird. Ne? Und weil wenn wir hier irgendwo starten, dann ist es noch vergleichsweise okay, und da auf einen vernünftigen Level reinzukommen. Deswegen glaube ich fast nicht, dass wir jetzt noch irgendwie großartig da oben drüber rauskommen. Ne? Und deswegen auch hier irgendwie alles erstmal auf Exit. Und ich täusche mich gerne, ja, dann habe ich ein paar Punkte irgendwie hier mehr noch in der Tasche. Aber da hier oben das Volumen von gestern gewesen ist, hier oben sieht man es ja auch noch mal ein bisschen deutlicher. Ne? Point of Control hier gemessen am Future übrigens. Ne? Das heißt, hier liegt der Future dahinter, hinter dem CFD. Und hier oben ist eben alles gedreht worden. Damit ist eigentlich erstmal alles erledigt. An der Einstellung oder Sichtweise hat sich jetzt ja auch nichts geändert, nur weil der Markt eben nach oben irgendwie drückt. So. So, Jana, 60 Punkte plus reichen für heute. Schön. Charles, 90 Punkte plus. So, also alle ganz gut hier gepunktet, wie es aussieht. Finde ich natürlich klasse. Ne? Sehr schön. So macht Live-Trading Spaß. Und aber auch, ne, ich kann es nur noch mal sagen, auch so Tage wie Dienstag gehören eben dazu. Ne? Und so, ich weiß nicht, wer sowas dann halt irgendwie negativ kritisieren muss, der muss das halt machen. Also wer irgendwie einen Trader sucht, der immer nur Plus macht, dann bin ich der Falsche. Das steht eindeutig fest. Aber ich bin jemand, der es live macht. Egal was, ne? Egal ob Plus oder Minus, ist es halt live. Du alter Long Trader. Ja, ich meine, der Markt ist halt so. Also immer noch übergeordnet zumindest. Gut, so warten wir jetzt noch irgendwie ab, ob wir hier ausgestoppt werden oder noch irgendwie ein Ding nach oben kriegen oder nicht. Ich würde sagen, nein. Ich bleibe bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass eigentlich das Programm da oben fertig ist und beende das Webinar hier an ein paar netten Exit Points. Bin ich falsch gedreht, okay, egal. Einmal 154 Punkte skaliert, einmal 25 Punkte direkt. Passt. Passt. Gut. So, also würde ich sagen, das war doch nett. Und
Ja, ne? Viel mehr kann ich da jetzt auch gar nicht mehr ergänzen, also ohne das hier irgendwie unnötig in die Länge zu ziehen. Nelson, hast du noch irgendwas von deiner Seite? Nein, also natürlich erstmal Gratulation zu den Trades, gut getradet. Und ansonsten hast du alles schon gesagt, ab zu den Gartenarbeiten. Er lässt nicht locker. Ja, okay. Gut. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Dabeisein. Robert schreibt, danke für 185 Punkte. Okay. Ja, das ist, ne, ich weiß, ne, das, ich bin mir dessen auch bewusst, ne, deswegen bin ich auch immer so super vorsichtig. Und deswegen ärgert mich das dann meistens auch, wenn es mal daneben geht, weil ich schon weiß, ne, dass ihr zuhört, ne, jetzt vielleicht nicht eins zu eins, aber ich weiß, es hat, wenn man irgendwie jemand vorturnt, in Anführungszeichen, ne, der halt in der Regel den Markt guten Blick hat, beeinflusst einen das natürlich. Ne? Das ist ganz normal. Es geht mir nicht anders. Ne? Von daher, also deswegen freut es mich aber umso mehr. Deswegen Glückwunsch zu den 185 Punkten. So, Kaspar, Glückwunsch, danke, Happy Sunrise. Ja. Okay, ich kann nicht alle vorlesen, sonst wären wir hier nie fertig. Bei YouTube schreiben ja auch irgendwie ganz viele. Also, ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank, dass ihr immer wieder dabei bleibt und auch vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn mal irgendwie ein Tag dazwischen ist, der dann halt eben mal mies läuft, so wie der am Dienstag. Aber es ist eben dann auch nur ein Tag. Und es können auch zwei sein, ja. Aber entscheidend ist ja immer so, was macht die große Summe irgendwie an Tagen, die ich hier immer irgendwie live bin? Und ne, was kommt dann eben im Schnitt dann dabei heraus? Ne? Und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ja, NFPs, ne, seit irgendwie 2017, also jetzt dann irgendwie im siebten Jahr. Und ist natürlich auch nicht erst seit gestern. So, jetzt aber endlich, bevor ich es hier noch 100 Mal sagen muss, ganz herzlichen Dank, schaltet immer wieder gerne zu, abonniert den Kanal, holt euch den Stereo Trader, ganz, ganz, ganz wichtig, ja, und den es auch bei FX Flat gibt, für die, die da schon ein Konto haben. Punkt, Punkt, Punkt. Bevor der Nelson ins Schwitzen kommt. Aber Nelson, du hast so oder so das letzte Wort. Aber ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Und das ist ja dann eben am Montagabend wieder, wenn ich hier wieder live gehe und dann den Markt für den Dienstag, Quatsch, am Montag, 12 Uhr, Entschuldigung, für den Markt für die Woche bespreche. So, Dankeschön. Nelson, du hast das letzte Wort. Und ihr seid so lieb und bleibt da, bis der Nelson was gesagt hat. Alles gut, alles gut. Die Show ist vorbei und dürfen natürlich alle auch schon vorzeitig ins Wochenende. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen fürs Dabeisein und für auch hier für die paar Feedbacks, die auch in meine Richtung gingen. Jetzt vielen Dank dafür. Und ja, ein schönes Wochenende. Gute Trades noch, wer heute noch aktiv sein möchte. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch auf das nächste Mal. Dann jetzt in 1,5 Wochen ungefähr dann wieder Live-Trading mit Dirk. Bis dahin alles Gute, passt auf eure Positionen auf und bleibt gesund. Bye bye. Danke, ciao.